Hallo und willkommen zu diesem Video über den spirituellen Weg, über das Ziel und den Verlauf der spirituellen Praxis, über die Gemeinsamkeiten aller spirituellen Systeme und Religionen. Ob man hier nun über Buddhismus redet, Yoga, Christentum, selbst Judentum, auch die abrahamitischen Religionen, also all diese Dinge drehen sich eigentlich um zentrale Punkte der Erkenntnis und der Einsicht. Welche Punkte das sind, das werde ich hier ganz konkret darlegen, und ich werde auch, und das macht das Video auch zu einem Praxisvideo, nochmal in aller Kürze aufzeigen, wie man dann da auch in der Praxis hinkommt. Also nicht nur das Gerede um den heißen Brei hier im Rahmen dieses lockeren Videos. Das Video ist fernab jeglicher Videoreihe. Ich könnte es einbinden in eine Videoreihe. Ich habe mich entschlossen, in nächster Zeit Videos zu machen, die unmittelbar sind und nicht behaftet mit einer Videoreihe, mit einem großen Titel oder so. Nein, hier hingehend zu etwas mehr Klarheit und Einfachheit. Man sollte noch bedenken, der Zuschauer, ihr, die ihr die Zuschauer seid, dieses Video ist ja auch zu verstehen, eingebunden in der Thematik aller vorhergehenden Videos, die ich hier gemacht habe. Ja, das heißt nicht, dass man vorher Videos gesehen haben muss, um das zu verstehen, aber es würde die Sache natürlich erleichtern. Ja, fangen wir also an. Eine Zielsetzung dieses Videos also: Was ist es denn, um das es da geht in der spirituellen Praxis? Worin besteht sie eigentlich? Was soll das Ganze bringen? Was ist Spiritualität? Das will ich jetzt hier sofort beantworten. Im Kern geht es bei allen religiösen und spirituellen Systemen um die eine Frage, und zwar: Was bin ich als Mensch wirklich? Beziehungsweise, was bin ich nicht? Das Wissen darüber, was ich nicht bin, wird mich zu dem Wissen, und vor allem nicht nur zu dem Wissen, sondern zu dem Erkenntnis und dem Erleben führen, was ich denn wirklich bin. Und daraus dann erwächst jegliche Sinnhaftigkeit, die dem weiteren Leben dann, einem Leben in diesem Körper dann auch, Sinn verleiht. Ja, wie kommt man also dahin, zu erkennen, was man zutiefst ist? Wie ich eben schon sagte, man kommt zu dieser Erkenntnis, indem man erstmal versteht und erlebt, vor allem, immer wieder ganz wichtig, was man denn nicht ist. Dass man nicht dieser Körper ist, dass man nicht diese Ego-Struktur mit dem Verstand ist, sondern das reine Bewusstsein, welches all diese Dinge zu jeder Zeit betrachtet. Zumindest zu jeder Zeit, in der man bewusst ist. Ich werde diese Sache jetzt erklären anhand der wichtigsten Methode, die man auf dem spirituellen Weg hat, und das ist die Meditation natürlich. Und Meditation für sich genommen sagt eigentlich gar nicht viel aus. Man kann da viele Sachen hineinbringen, sie ist eigentlich gar nicht so definiert. Es kann eine Methode sein, es kann auch ein Zustand sein. All das wird jetzt wirklich deutlich werden. Also ohne groß noch hier rumzureden, werde ich mal wieder eine Skizze malen. Das ist hier ein Zeitpfeil, eine zeitliche Progression. Das kann eine Minute sein, das kann eine Stunde sein. Das werde ich dann je nachdem verwenden oder sagen, was ich darunter verstehe. Hier haben wir eine zeitliche Progression. In dieser Skizze werde ich jetzt abtragen die Gedankentätigkeit, die im Geiste stattfindet. Ja, Meditation, was ist das? Meditation ist ein Bewusstwerden der Tatsache, dass man selbst nicht aus den Gedanken besteht, die in einem vorherrschen, sondern dass man diese Gedanken beobachten kann und dass durch dieses Beobachten klar wird, dass da eine Instanz ist in einem, die diese Gedanken eben beobachtet. Und diese Instanz, dieser reine Beobachter, das ist das reine Bewusstsein, welches man ist. Und alles andere, die Gedanken, auch alle Stofflichkeit, der Körper, all das, was betrachtet werden kann, und von all den betrachteten Dingen sind die Gedanken sicherlich die subtilsten, weil sie nicht direkt stofflich sind, all diese zu betrachtenden Dinge sind Dinge, die man selbst nicht ist, sondern ist das reine Bewusstsein. Das heißt also, angenommen, ich setze mich irgendwo hin, in einen ruhigen Platz, komme etwas zur Ruhe, da lässt sich besonders gut wahrnehmen, dass man eben Gedanken hat. Diese Gedanken trage ich jetzt hier mal ab. Ja, das ist eine Kurve. Viele Gedanken, starke Gedanken sind da so dargestellt, dass die Kurve nach oben geht hier. Man betrachtet eben, dass man Gedanken hat. Es können jetzt einzelne Gedanken sein, viele Gedanken. Das lässt sich auch nicht quantifizieren. In der Meditation jetzt
komme ich zur Ruhe? Wie mache ich das? Erstmal mit physiologischen Maßnahmen. Ich setze mich in eine geeignete Haltung. All das wurde schon erklärt in Videoreihen, die ich selber produziert habe oder auch verfügbar von anderen Quellen. Da setzt man sich in eine Meditationshaltung, dann zum Beispiel über die Atmung, die bringt man zur Ruhe. Ja. Dann hat man schon die Voraussetzung, dass man die eigenen Gedanken betrachtet, das Entstehen und Vergehen der Gedanken. Und da wird einem Folgendes auffallen, da hat man viele Gedanken und dann werden sie kurz zur Ruhe kommen, bevor wieder Gedanken kommen. Diese neuerlichen Gedanken, die gehen natürlich aus den vorherigen Gedanken hervor. Das Gedanke A trifft auf Gedanke B, Gedanke B erzeugt Gedanke C, dann schließen sich bestimmte Kreise. Aber eben wichtig ist, hier gibt es immer eine Pause zwischen den Gedanken. Diese Pause ist hier dargestellt, indem diese Kurve nach unten geht. Wenn man es etwas radikaler noch darstellen würde, würde man hier ganz bis nach unten gehen, was aber so erstmal nicht auftritt bei einem normalen Menschen. Ein normaler Mensch denkt ohne Unterlass. Ja, er kann nicht frei sein von Gedanken. Das kann man auch wissenschaftlich beweisen, wenn man da bestimmte Hirnströme misst, die korrelieren mit bestimmten Gedanken. Da sieht man, man hat immer eigentlich Gedanken, auch wenn man sich nicht unbedingt dessen bewusst ist. Eine ganz wichtige Sache. Vielleicht denkt jemand, oh, er denkt gar nichts. Doch, er denkt. Ja, aber ein Teil von ihm döst und merkt gar nicht, dass da diese Gedanken sind. Wenn man dann geübt wird, auch in der Meditation, dann kann man da immer mehr bewusst werden, ob man da wirklich Gedanken hat oder nicht. Aber es geht jetzt um diese Pause also. Ja, die Gedanken können also für einen bestimmten Zeitraum zur Ruhe kommen. Das kann ein Zeitraum sein von 2 Sekunden. Ja, wenn ich das hier so unten abtragen würde, hätten wir hier 2 Sekunden eben. 2 Sekunden kurz mal etwa Freiheit von Gedanken, bevor sie dann wieder entstehen. Ja, dann werden sie eine Zeit lang entstehen, dann werden sie kurz mal weniger werden, dann werden sie wieder da sein. Vielleicht wird nochmal eine Pause entstehen und so weiter. Das ist dieses Spiel der Gedanken. Klassischerweise, traditionell, vergleicht man sie mit Wolken, die am Himmel vorüberziehen, die Gedanken. Man betrachtet sie, sie kommen und gehen. Und das ist dieses Spiel in der Meditation. Man wird sich also bewusst, da sind Gedanken, sie kommen zur Ruhe, sie kommen wieder und gleichzeitig erlebt man also, dass da ein Beobachter ist. Und das ist das Selbst. Man selbst betrachtet die Gedanken. Und in diesem Prozess wird einem ganz klar, dass man selbst also diese Gedanken nicht ist. Und das hört sich jetzt einfach so ein bisschen so harmlos oder trivial an. Aber es ist eine ganz große Erkenntnis im Laufe der Jahre. Wenn man diese Meditation dann weiter betreibt, vertieft man diese Erkenntnis. Man muss sich über die Konsequenzen klar werden. Die Gedanken sind das, was einen zutiefst bestimmt. Durch sie entstehen alle Handlungen und alle Charaktereigenschaften. Durch sie baut sich die ganze gesamte Ego-Struktur auf, die man hat. Das heißt also, man selbst ist natürlich weder die Gedanken noch die Ego-Struktur. Und selbstverständlich, und das wird man auch bei einer, bei einem niedrigen Maß an Einsicht nachvollziehen können, selbstverständlich ist man auch nicht die äußeren Objekte, die einen umgeben. Ich bin nicht die Couch, die da steht, oder diese Tafel, das bin ich nicht. Da würde schon jeder zustimmen. Ja, wenn man dann aber in den Körper geht, da wird es schon ein bisschen schwieriger, wenn man sagt, ja, du bist auch nicht dein Körper. Das könnte man so erklären, ich könnte mir den Arm abnehmen, chirurgisch, beide Arme, beide Beine, ich könnte Organe ersetzen. Ja, ich würde trotzdem noch weiter existieren, also bin ich das eigentlich nicht. Ja, auch das ist eigentlich klar, das würde dann bis zum Gehirn gehen, ja, wo das normale Ich, die Ego-Struktur wird daher erzeugt. Da wird es schon ein bisschen schwierig zu sagen, ja, ich bin nicht mein Gehirn. Wenn man jetzt aber diese Erfahrungen hier, und das sind nicht nur Erwägungen wichtig, das ist ja in der Meditation erfahren, dieses Spiel der Gedanken auch. Wenn man diese Erwägungen, Erfahrungen zur Grundlage nimmt, dann wird man auch verstehen, dass man also letztendlich nicht das Gehirn ist. Ja, das Gehirn formt die Ego-Struktur. Man ist aber nicht selbst diese Ego-Struktur. Das erkennt man hier ganz, ganz anschaulich in dieser Meditation. Es gibt eine Pause zwischen den Gedanken und diese Pause, jetzt komme ich auch so ein bisschen darauf zurück, worum es in diesem Video global geht. Der Titel dieses Videos, den weiß ich noch gar nicht, aber das wird da irgendwie schon hindeuten. Diese Pause hier, das ist eigentlich dieser eigentliche Punkt, um den es in der spirituellen Praxis geht. Ja, diese Pause bedeutet das Erleben des reinen Bewusstseins, des reinen
Bewusstseins ohne irgendwelche Identifikation mit den Gedanken, mit den Inhalten oder mit äußeren Objekten. Und dieses Erleben, das ist es, was den eigentlichen Kern der spirituellen Praxis ausmacht. Dieses Erleben findet in der Meditation in einer bestimmten Zeitlichkeit statt. Wenn man hier zum Beispiel 10 Minuten sitzt und meditiert, dann hat man dieses Spiel, man hat dann einige Pausen zwischen den Gedanken. Je weiter man in der Meditation voranschreitet und auch durch bestimmte Techniken vielleicht später Gedanken dahingehend manipuliert, dass sie weniger werden, dass die Pausen hier also größer werden in ihrer zeitlichen Ausdehnung, je mehr man da voranschreitet, desto öfter wird man diesen speziellen Bewusstseinszustand ohne Gedanken erleben. Er wird sich ausdehnen immer mehr, man wird da leichter reinkommen. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, da gibt es auch sehr viel Missverständnis, wenn man jetzt aufsteht von der Meditation, ne, angenommen, die hat halt 10 Minuten gedauert, dann steht man auf, dann ist man wieder im Alltag, dann werden natürlich wieder viele Gedanken drin sein im Kopf, ne, und werden einen bestimmt, die Ego-Struktur fährt wieder voll hoch. Jetzt ist es eben so, dass dieses Erleben, was man hier hatte, das ist nicht einfach weg und hat keinen Einfluss mehr, sondern es wird auch zum Teil die Ego-Struktur beeinflussen, auch über diese Meditationserfahrung hinaus. Man hat hier gelernt, dass man nicht diese Gedanken, aus diesen Gedanken letztendlich besteht, ja, dass die Gedanken etwas anderes sind als man selbst. Und das wird auch zu einem, das wird zu einem Wissen, welches man dann mit in den Alltag nimmt. Ja, und dadurch wird man dauerhaft eine andere Einstellung zu seinen Gedanken bekommen, die man zwar im Alltag dann noch hat, ja, die man aber anders betrachtet und behandelt. Man wird sich immer weniger mit diesen Gedanken identifizieren. Man wird wissen, naja, ich habe diese Gedanken, sie bringen mich auch zu bestimmten Handlungen, sie formen meine Ego-Struktur, aber ich weiß jetzt ja, ich habe es ja erlebt, dass ich selbst nicht diese Gedanken bin, da ist ja etwas anderes in mir, es ist ein reines Bewusstsein, welches diese Dinge betrachtet. Und meine gesamte Ego-Struktur ist nur eine Art Werkzeug, welches hier durch den Tag geht, ja, mich zwar auch bestimmt und ich bin irgendwie davon betrieben und ich betreibe auch diese Ego-Struktur, aber das bin nicht wirklich ich. Ich bin zutiefst dieses Bewusstsein. Und jetzt muss man verstehen, wenn man das beschreibt, dann ist es eine intellektuelle Beschreibung, die im Bereich des Verstandes stattfindet. Und jetzt könnte ich noch was Zweites malen, ist sehr wichtig. Man könnte das hier als Verstandesblase sehen. Innerhalb dieses Bereiches findet das Denken statt, das Durchdenken auch und der rationale Verstand der Dinge verstehen kann. Darüber hinaus ist er nicht wirksam. Er ist nur in einem bestimmten Bereich wirksam. Es gibt bestimmte Dinge, die können wir nicht denken. Wir können zum Beispiel kosmologisch keine Unendlichkeit denken. Das kennen wir einfach nicht. Ja. Nur mal als Beispiel. Also gibt es Grenzen. Aber innerhalb dieser Grenzen funktioniert der rationale Verstand. Und dieser Verstand, der wird sich an diese Meditationserfahrung erinnern. Er kann das jetzt zwar ja, so verstehen, ja, und kann dann die Ego-Struktur, dessen Teil er ist, anders betrachten. Das kann der Verstand leisten. Dazu braucht es eben keine besonderen Zustände, die in diese Richtung hier gehen, sondern das kann man auch im normalen Tagesbewusstsein betreiben. Die Befruchtung des rationalen Denkens mit den Erlebnissen aus der Meditation, die Richtung Bewusstwerdung gehen, die auch Richtung Überschreiten der normalen Verstandestätigkeit gehen, diese Erlebnisse können dann außerhalb der Meditation weiter benutzt werden, sodass der spirituelle Weg also nicht nur aus den Meditationserfahrungen besteht, die man dann bei Zeiten hat, Meditation als Methode, sondern eben es geht weiter. Im täglichen Leben wird man dann diese Einsichten und Erkenntnisse und vor allem das Erleben und das Erinnern an dieses Erleben wird man das weiter verwenden, um seine Ego-Struktur weiter zu bemeistern. Das Bemeistern der Ego-Struktur war Gegenstand vieler Videos, die ich bereits gemacht habe. Da möchte ich mich auch nicht so wiederholen. Und dann könnte man auch den Begriff der Meditation, das hatte ich auch schon angedeutet, was ist Meditation eigentlich wirklich, worin erschöpft sie sich, den kann man jetzt auch noch ein bisschen ausdehnen. Meditation ist nicht eben nur das rein formale Hinsetzen zur Meditationspraxis als Methode und dann beobachtet man das Spiel der Gedanken und hat auch bestimmte Methoden, dann, die es da alle gibt, sondern eben dann, wenn man auch im Tagesbewusstsein und auch im normalen Denken sich dieser Erlebnisse auch erinnert und sie dann integriert und unter diesen besonderen Gesichtspunkten die Ego-Struktur und das eigene Wirken betrachtet, dann wird auch
dieses Betrachten und dieses normale Leben im Alltag zu einer Art Meditation, die dauerhaft vorherrscht. Ja, und diese Art der Meditation wird auch die Art und Weise verändern, wie man innerhalb des rationalen Denkens, also in diesem Verstand, auch in diesen Gedanken, wie man denkt. Und es wird auch die Art und Weise verändern, wie die Ego-Struktur aufgebaut ist. Und jetzt auch nochmal da hinten zurückkommt auf den übergeordneten Sinn dieses Videos, das ist eben Bestandteil letztendlich, der wirkliche originale Bestandteil jeder spirituellen Praxis, zu erkennen und es auch im Alltag umzusetzen, was man selbst eigentlich wirklich ist und was man nicht ist. Gehen wir in den Buddhismus zum Beispiel. Da haben wir hier die Anatta-Lehre, die Nicht-Ich-Lehre. Der Buddhismus besteht darin, Buddhismus bedeutet eben abgeleitet vom Wort Buddha, der Erwachte, besteht darin, dass man aufwacht. Woraus aufwacht? Aus der falschen Vorstellung der Identifikation mit allen möglichen Dingen, die man aber gar nicht ist. Daraus muss man aufwachen. Das Erleben, die Erleuchtung im Buddhismus, um die es da geht, besteht eben darin, dieses reine Bewusstsein zu erleben, dass man nicht die Gedanken ist und auch nicht alle anderen Gestaltungen, die man sich nur vorstellen kann, sondern was man da ist. Das erlebt man in der Meditation. Im Buddhismus ist das jetzt nicht so positiv ausformuliert, das geht in Richtung Nirvana. Da sagt man nicht, was man ist, sondern da sagt man, dass man Freiheit erlangt, wenn man dieses Erleben hat, wenn man alles, was man nicht ist, quasi loslassen kann, und das, was da übrig bleibt, das ist Nirvana. So drückt es der Buddhismus aus. Ja, im Yoga haben wir das auch. Ja, da haben wir den reinen Seher, der tritt auf in dieser Pause zwischen den Gedanken. Ja, das nennt man Drashta, den Seher. Man kann es auch Purusha nennen, den wirklichen Menschen. Im Yoga ist es etwas anders ausgedrückt als im Buddhismus, aber es geht um genau die gleiche Sache. Es geht darum, zu erkennen, dauerhaft zu erkennen und im Leben zu integrieren, was ist man selbst denn eigentlich nicht. Denn aus diesem Erlebnis und aus dieser Umsetzung dann heraus wird sich auch das eigene Verhalten ändern. Die Ego-Struktur wird sich ändern. Egoismus, Selbstbeweihräucherung, Egozentriertheit, all diese Dinge werden natürlich immer weniger werden, wenn man zutiefst erlebt hat, nicht nur verstanden hat im Denken, aber auch verstanden hat. Wenn man aber auch erlebt hat und dann auch weiterhin versteht und umsetzt, dass man all diese Dinge, diese Ego-Struktur selber, die immer um sich greifen, alles für sich haben will, dass man das eigentlich gar nicht ist. Was könnte einen dazu motivieren, in diese Richtung weiterzugehen und sich damit zufrieden zu geben, dass man diese Ego-Struktur auch so gar nicht mehr haben möchte in all ihrer mörderischen Wachstum. Es ist auch noch was, es kommt auch noch dazu, wie viele andere Dinge, die ich hier vielleicht gar nicht alle so erwähnen kann, dass in diesem Moment des Erlebens des reinen Bewusstseins, sei es nur in der Meditation oder außerhalb der Meditation, wäre noch ein anderes Thema, denn da kann das auch stattfinden, dass in diesem Moment eben etwas entsteht, eine Freude, ja, die nennt man im Yoga Ananda zum Beispiel, eine Glückseligkeit, ja, sein in Kontakt kommen mit einer ganz anderen Art von Bewusstsein. Diese Freude entsteht, es ist ein Erleben, es ist keine intellektuelle Ausarbeitung, sondern es ist ein Erleben, was man in der Meditation haben kann. Nochmal ganz konkret, die Pause zwischen den Gedanken, und vielleicht sollte ich das hier auch mal so reinschreiben, Pause. Ja, hier sind Gedanken. Und hier haben wir die Pause. Und in dieser Pause spielt sich das Wesentliche ab. Man könnte sagen, es geht um diese Pause, zumindest in der Meditationspraxis, als grundlegendes Kernerleben in dem spirituellen Weg. Ja, diese Pause zu erleben, das reine Bewusstsein zu erleben, was verschiedenartig bezeichnet wird. Im Christentum könnte man diesen Moment quasi das Himmelreich nennen, würde man auch. Ja. Wenn man natürlich davon absieht, dass das Christentum in seiner Entwicklung dann bestimmte Züge angenommen hat. Ja, wir wissen es, die Kirche und so, die würde solche Dinge nicht gelten lassen. Aber jede große Religion hat ihre mystischen Seiten, das heißt, die originalen Zielsetzungen noch erhalten. Es gibt christliche Mystik, islamische Mystik, auch jüdische Mystik. Und von der mystischen Betrachtungsweise aus ist diese Beschreibung hier vollkommen klar. Ja, ein Mystiker wird genau wissen, worum es hier geht. Hier ist der Bereich des Erleben des göttlichen Urgrunds. Wir gehen in der Grafik hier nach unten. Und das ist auch ganz richtig. Ich könnte jetzt einfach mal hier Urgrund schreiben. Urgrund
Gottes. Ja, in diesem Moment erlebe ich das. Oder Unio, Mystica, ich kann schreiben Erleuchtung, dann die unzähligen Begrifflichkeiten, die es da im Yoga gibt. Das ist auch ein Erleben von Freiheit, Kaivalya, Moksha, Befreiung, Samadhi, Versenkung. Wie gesagt, im Christentum das Erleben des Göttlichen. Das ist immer das Gleiche. Jetzt können wir fragen, ach so, also muss man dafür meditieren? Ja, und jetzt kommen wir ein bisschen mehr noch auf die Meditation zu sprechen. Die Antwort ist nein, dafür muss man nicht meditieren. Es gibt viele Möglichkeiten. Die Meditation ist aber als Kernpraxis die unmittelbarste und am zugänglichsten zu betreibende Praktik, um diese Dinge zu erleben. Es ist etwas sehr Pragmatisches, was sehr Zielführendes. Und darum haben wir natürlich in allen mystischen Traditionen oder auch in spirituellen Traditionen die Meditation als universelles Mittel. Die Methoden mögen etwas verschieden sein, aber es geht immer um diese eine Sache. Man erlebt, dass man selber diese Gedanken nicht ist. Um diese Gedanken noch zu spezifizieren, jetzt habe ich hier Gedanken geschrieben, was ist das noch? Das sind Urteile. Und es geht darüber hinaus. Es sind auch bestimmte Arten von Emotionen und Gefühlen. Da würden jetzt viele schon sagen, Moment, aber Emotionen, gehört das nicht einer anderen Kategorie an? Ja, Emotionen und Gedanken, ist das das Gleiche? Das spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Ja, diese Emotionen und Gefühle, die sind auch verursacht in einem Reizreaktionssystem, welches man hier den Verstand nennt, unter anderem in der Ego-Struktur. Auch die Gefühle kommen und gehen. Ja, Gefühle der Abneigung, der Zuneigung. Diese Dinge kommen und gehen. Dieses reine Bewusstsein ist davon nicht berührt. Ja, auch das, durch das reine Bewusstsein sind auch diese Emotionen und Gefühle Gegenstand einer Betrachtung. Und da muss ja also jemand sein, der das betrachtet. Das ist der reine Beobachter, der ist aber getrennt von den Gefühlen. Wenn er nicht getrennt wäre von den Gefühlen, könnte er sie gar nicht betrachten. Das reine Selbst also muss zwangsläufig von diesen normalen Gefühlen, Emotionen, Urteilen getrennt sein. Jetzt könnte jemand sagen, Moment mal, aber es wurde doch gesagt, dass man im Erleben dieses Bewusstseins, dass man da auch etwas erlebt, und zwar ist das Freude. Ist Freude nicht auch ein Gefühl? Ja, Ananda, Glückseligkeit, das ist aber eine andere Kategorie von Freude. Und jetzt würden manche sagen, ach nein, das ist mir aber zu konstruiert. Ach so, das ist jetzt eine Art Ausrede. Das heißt, Gefühle und Emotionen sind mit den Gedanken gleichzusetzen, aber das ist nicht das wirkliche Selbst. Aber wenn man das wirkliche Selbst und das Bewusstsein erlebt, hat man doch also auch Freude, aber das soll nicht das Gleiche sein. Und die Antwort hier darauf ist ganz klar, man kann das erleben. Man kann diese Praxis betreiben. Wenn man diese Pause erlebt zwischen den Gedanken, das reine Bewusstsein, wird immer ein Gefühl des Friedens und der Freude auftauchen. Und diese Freude gehört einer anderen Kategorie an. Sie ist nicht bedingt von äußeren Gegebenheiten. Normale Emotionen und Gefühle, und Emotionen und Gefühle kann man auseinanderklamüsern, möchte ich jetzt gar nicht machen, darum geht es nicht. Diese Dinge sind immer bedingt von äußeren Gegebenheiten. Wenn man das reine Bewusstsein erlebt, ist da eine Glückseligkeit, ein Frieden, der ist einfach da. Ja, jetzt kann man sagen, ja, aber durch das Erleben des Bewusstseins. Ja, das stimmt. Durch dieses Erleben, aber dieses reine Bewusstsein ist ja immer da. Das ist ein Grundzustand, der im Menschen immer da ist, aber er ist verdeckt durch diese Gedanken. Man identifiziert sich mit diesen Bereichen hier. Und durch diese Identifikation ist quasi dieses reine Bewusstsein, wenn man es jetzt von oben betrachten würde, verborgen. Das kommt nur zum Vorschein, wenn diese Identifikation und auch das Auftreten dieser Gedanken zur Ruhe gebracht wird. Im Yoga würde man das Nirodha nennen, Nirodha. Dann kann man plötzlich das reine Bewusstsein sehen. Ja, in dem Fall ist es Erleben. Und das, wer erlebt das? Das ist das Bewusstsein selbst. Ja, im Yoga wird das so beschrieben auch. Das ist der reine Sehende, der ruht dann in sich selbst. Das ist das Ziel jeder spirituellen oder religiösen Praxis. Ein Erleben des reinen Bewusstseins. Und ich wollte jetzt noch ausführen, da bin ich jetzt ein bisschen stehen geblieben. Das aber liegt in der Natur eines solch lockeren Videos. Dass es eben nicht nur in der Meditation passiert. Das ist sehr wichtig. Jetzt gehen wir weiter. Das ist die Meditation als Methode, aber wir haben ja noch unser normales Leben, außerhalb einer normalen Meditation. Ich sagte aber, das ganze Leben kann im Grunde eine Meditation sein, je nach Zustand, je nach Bemeisterung und je nach Erinnerung
an diese Erlebnisse, wenn man die integriert in das normale Leben. Ja? Wenn der Verstand, das normale Denken, man könnte ja auch sagen, ich habe in anderen Videos hatte ich geschrieben, Transzendenz, trat immer wieder auf, dieser Begriff, Transzendenz, und diesmal möchte ich noch richtig schreiben, wird nämlich mit Z geschrieben, so. In einem vorhergehenden Video hatte ich es mit S geschrieben, meine Tafelbilder. So, Transzendenz ist außerhalb des Denkens, ja, das mag sein. Hier findet eine Berührung mit der Transzendenz statt und dieses Erlebnis kann erinnert werden und es wird das normale Denken verändern. Also die Früchte der Meditation in dem Fall, die Früchte dieses reinen Erlebens des Bewusstseins auch außerhalb der Meditation, da werde ich gleich darauf eingehen, wie das auch noch möglich ist. Diese Früchte werden in das normale Denken dann, wenn man dann zurückkommt, auch in das Denken, wenn man aufsteht aus der Meditation, wenn man im geschäftigen Alltag ist, diese Früchte, die aus der Transzendenz kommen, werden aber das Denken verändern. Das heißt, es findet eine Behaftung statt mit diesen besonderen Erlebnissen, eine Behaftung dann auch mit der Ego-Struktur. Die Ego-Struktur, die ja normalerweise der Grund dafür ist, für diese falsche Identifikation, die aber gleichzeitig ein Werkzeug ist, die wird dadurch verändert, durch diese besonderen Erlebnisse. Sie wird immer mehr ja, in den Frieden gebracht, in die Wahrhaftigkeit gebracht. Ja, und das ist eben auch der spirituelle Weg, ist eine Transformation der normalen Ego-Struktur. Eine normale Ego-Struktur zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf sich selbst gerichtet ist. Sie nimmt sich selber als das Wichtigste an. Man verwechselt sich mit dieser Ego-Struktur. Sie ist nicht wirklich dieses Bewusstsein, was da vorherrscht, sondern sie ist ein zusammengesetztes Phänomen, ja, welches im Tod auch stirbt. Das möchte sie aber nicht. Das ist die normale Ego-Struktur. Das ist der Grund für all die Probleme, die wir auf der Welt haben, für alle ökologischen Krisen, für alle Kriege. Das sind die Ego-Strukturen der Einzelnen, die möchten alles für sich haben. Es gilt das Denken nach mir, die Sintflut. Mir ist alles egal, Hauptsache mein Ego ist in Ordnung. Wenn man jetzt diese besonderen Erlebnisse hat, wird man fähig sein, das Denken, und jetzt erweitere ich das mal, jetzt schreibe ich einfach mal hier Ego hinein auch. Ja, das Denken ist ja ein Bestandteil des Egos. Da wird man fähig sein, dieses Ego, diese Ego-Struktur mit all ihren Bestandteilen immer mehr einzufärben in dieses besondere Erlebnis, zu transformieren. Man wird also in der Praxis diese Auswüchse dieser Ego-Struktur immer mehr bemeistern, sie werden weniger werden. Daraus entstehen dann ethische Lebensweisen. Da haben wir zum Beispiel im Yoga die 10 Ethiken des Yoga. Wir haben es aus dem, ich nenne es jetzt mal älteres Christentum, da haben wir die 10 Gebote. Ja, oder das, was Jesus dann in der Bergpredigt sagt, ein bisschen mehr der Kern des Christentums, da ergeben sich auch gewisse Gebote und Anweisungen für ein richtiges Leben. In Wirklichkeit sind das alles Dinge, die entstehen von selbst, wenn man hier dieses Erleben hatte und es integriert. Ja, das sind die Früchte dieser Erlebnisse in Form ethischer Lebensweisen. Die Ego-Struktur also wird dann davon behaftet sein und wird sich dann entsprechend transformieren. Ja, darin besteht der spirituelle Weg. Das würde dann auch eine Heilung sein, natürlich für die Welt, wenn jeder diesen Weg geht und jeder immer mehr dahin kommt, dass er weiß, ich bin eigentlich in meiner Ego-Struktur gar nicht das Wesentliche und diese besonderen Erlebnisse auch ja, stattfinden lässt, dann würde es mehr von dem geben, was man manchmal Brüderlichkeit nannte. Man kann natürlich auch Schwesterlichkeit sagen, hier im Rahmen bestimmter Gender-Sprachforderungen, aber lassen wir das jetzt mal. Ja. Diese ganzen Dinge können dann natürlich entstehen. Über Nacht, wenn man jetzt mal ein bisschen utopisch denkt, würde quasi eine völlig andere Art und Weise entstehen, miteinander umzugehen. Die Welt würde sich transformieren. Ja, und wenn man solche Gedanken dann ja, so sich durch den Kopf gehen lässt, um das jetzt noch weiter auszuführen, bestimmte Ideen hier. Dieses Erleben, das muss ein Mensch haben, der wirklich die Welt auch wirksam verändern will, zum Guten hin. Wenn diese Veränderung aus der Ego-Struktur kommen soll, wie es zum Beispiel bei den Leuten ja meistens der Fall ist, die in bestimmten entscheidenden Positionen sind, Politiker, Leute in Wirtschaft, Verwaltung, wenn diese Menschen keine Meditationserfahrung haben, keinen spirituellen Weg gehen, werden sie keine Probleme lösen können, sie werden alle Probleme noch schlimmer machen. Weil, warum ist das so? Ja, sie wollen die Probleme, die wir haben, die durch unsere Ego-Struktur geschaffen wurden, mit den Mitteln eben jener Ego-Struktur lösen. Man kennt es. Ich kann ein Problem nicht lösen von der Ebene aus der es heraus entstand, aus der Ebene. Ist doch logisch. Ja, man könnte auch sagen, wenn man jetzt auftritt und ganz tolle Ideen hat, im Zusammenhang mit neuen Technologien, die die Umwelt schützen sollen, ich habe jetzt tolle Ideen, um die Probleme zu lösen,
die wir ohne dieses Denken, welches diese tollen Ideen hervorruft, gar nicht hätten. Ja, also es bringt nichts. Die einzige Lösung besteht eben in diesem Erleben der Tatsächlichkeiten. Was man wirklich ist, was man nicht ist, aus diesem transformierenden Erleben, welches die Ego-Strukturen dauerhaft transformieren kann. Und dann kann man auch wirklich ja, Lösungen finden. Die Lösung wird meistens darin liegen, dass man diese Auswüchse der Ego-Struktur vermindert. Ja, und dann werden Lösungen von selbst entstehen. Ich kann ein Problem meistens nicht lösen, indem ich noch mehr mache, um es zu lösen, sondern indem ich bestimmte Dinge sein lasse, ja, indem ich all diese Irrwege sein lasse. Aber die Quelle darin, in diesem Vorgang, findet man immer nur, wenn man hier dieses Erleben hat. Ja, wenn man in den Gedanken ist, aus diesen Gedanken, Emotionen und aus diesen Strukturen, aus denen ja die Ego-Struktur besteht, da kommen ja all unsere Probleme her, aus der Identifikation mit diesen Dingen. Wenn man diese Pause hier und das reine Bewusstsein erlebt, dann hat man diesen wirklichen Zugang. Man braucht sich nicht mehr identifizieren so stark mit dieser Ego-Struktur und all ihren krankhaften Äußerungen. Wenn das dann auf einer globaleren und auch politischen Ebene passiert, dann werden die Probleme gelöst. Und genau das ist aber das Problem. Welcher Politiker praktiziert denn wirklich spirituell? Ja, wer hat denn so ein Erleben? In der Politik würden solche Erwägungen von reinem Bewusstsein oder so jemals ja, Gegenstand einer Betrachtung sein? Die Antwort ist nein. Und damit zeigt sich auch, ja, dann wird es auch immer unwirksam sein. Ein Politiker oder ein Mensch in Entscheidungspositionen, der ist quasi, er hat quasi die Verpflichtung, seine eigene Ego-Struktur, sein Denken mit solchen Methoden auch, Meditation oder mit solchen spirituellen Möglichkeiten zu transformieren. Er hat die Verpflichtung. Wenn er das nicht tut, kann er gar keine richtigen Entscheidungen treffen. Das kann keiner von uns. Das müsste man erstmal erkennen. Aber ich merke, in welche Richtung das jetzt hier geht. Ja, das wären dann Material eigentlich für andere Videos. Ja, komme ich auf das grundlegende Thema zurück. Es geht hier darum, was ist der wirkliche Kern der verschiedenen spirituellen Traditionen? Ja, ist es das reine Erleben des Bewusstseins, wie immer man das dann nennt? Und was ich immer noch nicht getan habe, was ich fast schon mehrere Male angekündigt habe, gibt es außerhalb der Meditation, na, ich habe schon ein bisschen darüber geredet, ja, außerhalb der Meditation hat man durch diese besonderen Erfahrungen eben die Möglichkeit, sie zu integrieren in den normalen Tagesablauf. Wann tritt denn so ein Bewusstwerden auf, wenn man keine Meditation macht? Das ist möglich, zum Beispiel, man nennt es Flow-Effekt. Wenn man mit einer Sache beschäftigt ist, sich auf diese Sache konzentriert und sich selbst dabei quasi vergisst, dann tritt das auf, was man als Flow-Effekt kennt. Das ist im Grunde ein ähnliches Erleben, was man da hat. Man geht unter, man wird ganz eins mit dieser ausgeübten Tätigkeit. Schön wäre es natürlich, wenn es eine Tätigkeit ist, die anderen auch zugutekommt. Und in diesem Moment erlebt man dieses Einssein und da ist auch schon dieses besondere Erleben, von dem ich gesprochen habe, dieser Frieden, und diese Freude, ist da schon spürbar. Das ist für viele Menschen so. Im Westen traditionell benutzt man eben die Künste, um Kontakt aufzunehmen mit diesem Bewusstsein. Darum sind Künstler auch immer umgeben von dieser besonderen Aura. Ja, auch Maler und so. Man merkt, irgendwie sind die in Kontakt mit anderen Wahrheiten. Auch Sänger, die zutiefst da hineingegangen sind, oder Klavierspieler, also Musiker, Sänger, Maler, Bildhauer, irgendwelche Menschen, die in irgendeiner Kunstfertigkeit extrem konzentriert sind, ihr ganzes Leben dieser Sache widmen. Man merkt, wenn man sie trifft, wenn man mit ihnen spricht, die sprechen dann nicht nur von ihrer beschränkten Kunst, die sind immer mit einem Bein irgendwie in der Transzendenz, irgendwie in diesem Bereich hier. Ja, und im Westen ist eben das die traditionelle Methode über die Künste. Ja, im Osten ist es mehr die Meditation gewesen. Man kann diese Dinge auch vereinen und das machen ja manche Menschen. Ne? Sie sind spirituell aktiv, praktizieren Meditation, sind auch künstlerisch ja, tätig und auch üben vielleicht gemeinnützige Aktivitäten aus. Ne? Diese Gemeinnützigkeit ist eine ganz wichtige Sache. Jeder spirituelle Weg muss daran gemessen werden, an seinen Früchten, wie man das kennt. Das Jesuswort, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ja, wenn man anfängt, seine Ego-Struktur zu bemeistern, wenn man da schon ein bisschen fortgeschritten ist, dann wird man von selbst dazu neigen, dass man gemeinnützig denkt, dass man dienen möchte, dass man anderen Menschen hilft. Ja, das ist nicht notwendig, das als Diktum vorher aufzustellen, dass man das tun soll, ist vielleicht auch sinnvoll manchmal, aber eigentlich entsteht es ja von selbst, aus diesem Erleben des Bewusstseins und aus dem gleichzeitigen Wissen dann, ja, was bin ich denn eigentlich nicht? Ich bin nicht all das, was ich betrachten kann, was dieser Beobachter, dieser stille Beobachter, dieses Bewusstsein betrachtet, sondern ich bin dieses reine Bewusstsein. Wenn ich in diese Meditation dann gehe,
kann ich dieses Bewusstsein leben, erlebe diese Freude und merke immer mehr und mehr, dass ich diese ganzen materiellen Dinge, von denen wir auch umgeben sind, an die wir uns so klammern, die wir so schwer loslassen können, dass ich das alles gar nicht brauche. Einen gewissen Anteil braucht man dafür, um seine stoffliche Existenz aufrechtzuerhalten. Aber nicht dieses Überbordende. Viele Menschen merken das so langsam. Wir haben wirtschaftliche Verwerfungen, wir haben Umweltkatastrophen. Ja, die Zeit wird langsam reif und das ist genau das, worum es geht. Zu erkennen, was ist man denn wirklich, was braucht man denn wirklich? Ja, und das merken immer mehr Menschen, ob sie nun spirituell praktizieren oder nicht. Ja, es geht alles in diese Richtung. Bewusst werden, sich darüber klar werden, was man denn zutiefst wirklich ist. Man ist reines Bewusstsein, nicht dieser Körper, nicht diese materiellen Gestaltungen. Das ist eben das letztendliche Ziel und der Kern jeglicher spiritueller Praxis, jeglicher Religion, bevor sie vielleicht, müsste man fast schon sagen, entartet ist. Ja, das Wort ist natürlich in Deutschland belastet durch die Nationalsozialisten, die es benutzt haben. Hier meine ich es aber wirklich in diesem ursprünglichen Sinne. Da hatten wir eine gute Idee, nicht nur eine Idee, ein Erleben ursprünglich. Es wurde dann umformuliert, um es anderen Menschen zugänglich zu machen. Da wurde dann aber Machtspielchen mitgetrieben. Die Ego-Struktur hat quasi dieses Erleben benutzt, aber benutzt sie dann, um sich selbst zu profilieren. Das ist ein anderes spezielles Thema, leider. Und in dieser Mechanik sind viele spirituelle Wege anheimgefallen. Daraus wurden dann religiöse Systeme, die einen letztendlich mehr schlecht als recht in diese Sphäre führen. Sie führen einen oft gar nicht wohin. Das ist ein anderes Thema. Möchte ich hier in dem Video jetzt nicht ansprechen. Ja, ich habe jetzt darüber gesprochen. Was ist denn eigentlich das Ziel? Das Ziel ist eben zu erkennen, ich bin reines Bewusstsein. Ich bin nicht all diese anderen Gestaltungen und nicht mal mein Körper. Die Möglichkeit besteht, dieses Erleben zu haben. Es ist kein Ziel, was nur intellektuell ausformuliert ist, auf keinen Fall, sondern jeder Einzelne kann das erleben. Und ich hatte gesagt, das ist ein Praxisvideo. Ja. Wie kommt man dahin zu diesem Erleben? Wenn man es hier auf meditative Weise sieht, man setzt sie einfach hin bei Zeiten. Man muss sich in keinen perfekten Meditationssitz sitzen. Vielleicht hat man 2 Minuten Zeit im geschäftigen Alltag mal. Dann setzt man sich hin. So, jetzt muss man sie erstmal zur Ruhe bringen. Man wird immer als physiologische Mittel den Atem benutzen. Man wird die Atemzüge länger werden lassen. Ja, ausatmen, einatmen. Dann wird man den Atem so geschehen lassen, wie es der Körper möchte. Er wird dann vielleicht ein bisschen flacher, aber er wird langsamer. Dadurch tritt eine Geistesklarheit ein. Was bedeutet das? Nun, die Gedanken werden etwas weniger. Man betrachtet die Gedanken. Ja, man betrachtet seine Gedanken. Und aus dem Wissen heraus, um die Sinnhaftigkeit dieser ganzen Zusammenhänge, kann man sie auch nochmal sagen, als Affirmation, ich bin nicht diese Gedanken. Vielleicht habe ich eben noch Wut gehabt auf irgendeinen Arbeitskollegen. Ja, diese Wut ist da, aber ich bin nicht diese Wut. Sie ist etwas Verschiedenes von mir. Verschieden von was? Von dem Beobachter. Wer ist dieser Beobachter? Und allein schon, wenn man diese Frage stellt, wird eine kleine Pause entstehen. Ja, zwischen diesen Gedanken und in dieser Pause verweilt man dann kurz. Und dann wird dieses besondere Bewusstsein plötzlich in Erscheinung treten. Selbst wenn man nicht mit irgendwelchen spirituellen Traditionen behaftet ist, wenn man keine Ahnung hat von Yoga, Buddhismus, sonst irgendwas, das ist einfach erstmal der meditative Weg dahin. Das kann man einfach machen im Alltag. Ja, oder aber natürlich besser, man macht es morgens und abends im Rahmen einer Meditation. Die kann 5 Minuten dauern, 10 Minuten, wenn man fortgeschritten ist, eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde. Man wird die Pausen immer mehr ausdehnen. Man wird immer mehr den Kontakt zum reinen Bewusstsein finden. Es wird eine Realität. Nichts, worüber man groß reden muss, was man intellektualisieren muss. Ja, man wird es wirklich erfahren, diese Dinge. Man muss es einfach nur machen. Und das ist diese Praxis, einfach machen. Ja, man braucht keine Rituale, keine Symbole, keine besonderen Ausdrücke, wie wir sie aus dem Yoga kennen, Sanskrit-Ausdrücke. Wenn man sich damit näher beschäftigt, bitte. Der Verstand möchte auch Futter haben. Er möchte hier was mit anfangen, ist völlig in Ordnung. Das heißt, im bestimmten Rahmen kann man ein spirituelles System dann betreiben, sich dieser Sache annähern, wenn es diesen Erlebnissen dienlich ist. Ist völlig in Ordnung später, weil das Denken, auch die Ego-Struktur will was haben. Man gebe ihr etwas, kein Problem. Aber es geht doch um dieses Erleben, wie ich es eben beschrieben habe. Man geht in diese Meditation, das ist schon eine Meditation. Das ist nichts, was jetzt spektakulär ist oder so, aber in Wirklichkeit geschieht etwas ganz Spektakuläres. Es setzt ein reflexives Denken ein. Ja, man denkt über sein Denken nach, dann lässt man das Denken kurz beiseite, erlebt diese Pause, und das ist schon spirituelle Praxis. Ja, dann hat man einen Teil an diesem Frieden,
Dann fällt man daraus heraus, man muss weiterarbeiten. Man wird gleich wieder merken auch noch, oh, jetzt geht es wieder los. Und selbst nach dieser Meditation wird man sich durch das Denken und auch die Ego-Struktur wird sich erinnern an diese Meditation. Man wird immer wieder gemahnt durch eine Stimme im Hintergrund. Ja? Den Ärger, den du jetzt gerade hast über deinen Arbeitskollegen, was du gerade machst, oder du redest gerade laut oder schreist. All diese Dinge, das bist nicht wirklich du. Das ist deine Ego-Struktur, die läuft wie auf Autopilot. Ja, das ist aber nicht dieses reine Bewusstsein. Das ist die Praxis. Ja, dass man sich am Tag über diese Dinge Gedanken macht. So entsteht ein spiritueller Weg. Ja, der braucht keine äußeren Rituale. Das Problem ist nur, wenn man ihn Tag für Tag geschehen lassen will, dann wird es schwierig, wenn man ihn ohne Hilfsmittel geht. Das heißt, ohne bestimmte Rituale, ohne bestimmte festgelegte Systeme und Methoden. Das wird dann etwas unrealistisch. Und darum gibt es eben dann solche Dinge wie Yoga, ja, die Meditation oder die Beschäftigung mit bestimmten Schriften aus Tradition. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens ein Buch gelesen von Miriam Bremer über Sufismus, über den Mystiker und Dichter Rumi. Ja, in der mystisch-islamischen Tradition, da hat man zum Beispiel den Weg auch über die Dichtung, auch über Emotionen, sich dieser Sache anzunähern. Ja, wenn man diese besonderen Bücher liest und so, wird man in Form von Gleichnissen, von Gedichten auch immer wieder daran erinnert, an diese Prinzipien, um die es hier geht, um nichts anderes, geht es in diesen Schriften immer. Ja, wenn es um Gott geht, geht es immer um das Erleben dieses Urgrundes, reines Bewusstsein ist Gott. Ja, so ist das da ausformuliert. Manche Menschen haben aber auf diese Weise keinen Zugang dazu. Dann mögen sie sich ein System suchen oder eine Betätigung, wie ich schon sagte, auch bestimmte Künste, wo sie das dann eben auf andere Weise lernen oder dieser Sache teilhaftig werden in einem Erleben. Ja, das mag alles sein. Das ist der wirkliche spirituelle Weg. Er muss keinen Namen haben, er muss kein System sein. Es empfiehlt sich aber, ein System zu wählen, welches dem eigenen, durchaus der eigenen Ego-Struktur erstmal entspricht. Auch die Ego-Struktur muss da mitziehen bis zu einem gewissen Grad. Ja, da gibt es dann viele Gefahren, dass die Ego-Struktur diese Dinge quasi für sich nimmt, um sich weiter zu profilieren. Ja, das heißt also, jemand hat diese besonderen Erlebnisse, da macht er ein System draus und dann wieder übernimmt die Ego-Struktur. Er macht sich damit bekannt und interessant, referiert dann darüber, findet sich ganz toll, weil alle ihm zuhören. Da fällt er raus aus diesem reinen Bewusstsein, er kommt hier in diese Sphäre der Gedanken und der Selbstidentifikation mit all diesen Dinge, die eigentlich nicht Bestandteil seines wirklichen Bewusstseins sind. Ja, das ist ein anderes Problem, das könnte man das Guru-Problem oder das Fake-Guru-Problem nennen. Ja, das passiert leider immer wieder. Auch ein Thema für ein anderes Video wäre das. Ja, das ist die Mechanik, um die es da eigentlich geht. Das ist der spirituelle Weg. Ja, ich habe in diesem Video versucht, hier wirklich locker, sicher auch etwas holprig, darüber zu sprechen. Es soll ein lockeres Video sein. Es ist von Vorteil, wenn man da schon ein bisschen Vorkenntnisse hat, ne, wie diese Ausführungen wirken auf jemanden, der überhaupt noch keine Ahnung von diesen Dingen hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das für eine solche Person viel zu kompliziert. Ja. Diese Videos richten sich natürlich auch an meine Abonnenten, um diese ganzen Dinge nochmal immer von verschiedenen Sichtweisen aus zu betrachten. In vielen meiner Videos geht es ja immer wieder um die Ego-Struktur, ne, immer wieder um Meditation, um Yoga. Aber es macht Sinn, diese Sache von verschiedenen Seiten aus zu betrachten. Das muss man auch. Ja, mit verschiedenen Videos, entweder in bestimmten Videoreihen, die ich produziert habe, oder eben in so einem lockeren Video. Da wird immer noch etwas drinstecken für den einen oder anderen, um sich dieser Sache anzunähern. Falls es da noch Fragen gibt, und das hoffe ich auch, oder bestimmte Vorschläge für Themen, die sich auch daraus ergeben, die ich hier auch schon ein bisschen habe anklingen lassen, ja, in den Kommentaren, schreibt mir das einfach, ja, werde ich darauf eingehen. Ich habe vor, ein paar lockere Videos zu machen in nächster Zeit und weniger jetzt irgendwelche Videoreihen fortzusetzen. Das heißt nicht, dass sie nicht fortgesetzt werden, aber das möchte ich erstmal so halten. Ja. Konkrete Videos, unmittelbar. Damit bin ich hier am Ende dieses Videos. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche wie immer eine gute Zeit und viel Erfolg auf dem Weg.